Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena-Gruppe. Geld und Energie sparen, ohne dabei auf Komfort zu verzichten, das klingt ein bisschen wie ein Traum. Aber seit 2012 beweist der Caritas-Stromsparcheck, dass das möglich ist. Die Energiesparberatung ist für Familien mit geringem Einkommen kostenlos. Von Anfang an unterstützten die Stadtwerke Energie, der Nahverkehr und Jena Wohnen das Projekt finanziell und fachlich. Bisher wurden rund 1.600 Haushalte von den Stromsparhelfern beraten und mit gratis Energiespargeräten ausgestattet. Wir haben einen dieser Hausbesuche begleitet. René Harthaus muss mit jedem Euro rechnen. Hohe Kosten für Strom und Wasser können für ihn hart zu Buche schlagen. Deshalb will er Energie und Geld sparen. Theoretisch klingt das gut, aber wie kann das praktisch umgesetzt werden? Beim Erstbesuch geht der Stromsparhelfer Daniel Sondermann gemeinsam mit dem alleinerziehenden Vater die Jahresabrechnung durch und verschafft sich einen Überblick über den Verbrauch. Nicht nur beim Strom, sondern auch beim Wasser kann viel Geld gespart werden, etwa indem der Wasserdruck verringert wird. Der Stromsparhelfer listet in der Wohnung die Leuchtmittel in den Lampen auf und misst den Stromverbrauch aller elektrischen Geräte. Außerdem fragt er, wie lange sie benutzt werden. Schließlich geht es darum, alle Stromfresser in der Wohnung aufzuspüren. Auf den ersten Blick war es ein relativ typischer Haushalt. Also die Geräte, die man so in seinem Haushalt hat, die sind alle da. Auch die ganzen Lampen. Allerdings muss man hier sagen, es war dann auf zweiten Blick ein sehr alter Kühlschrank da, der enorm viel Strom verbraucht. Und auch die ganzen Lampen, das sind alles noch alte Leuchtmittel, die teilweise mehr Wärme produzieren als Licht und unbedingt ausgetauscht werden müssen. Sein Büro hat der Caritas Stromsparcheck am Salvador Allende Platz 15 in Lobeda Ost. Projektkoordinatorin Stefanie Höse arbeitet mit 8 Stromsparhelfern. In mehr als 100 Stunden Ausbildung eigneten sie sich ihr Wissen an. Die Stromsparhelfer haben einen 1-Euro-Job, sind im Bundesfreiwilligendienst oder arbeiten im Ehrenamt. Jena ist einer von 150 Stromsparcheck-Standorten in Deutschland. Das Projekt wird gefördert vom Bundesumweltministerium und unterstützt von der Stadtwerke Jena-Gruppe. Das ganz klare Ziel ist CO2, also Kohlendioxid einzusparen. Und es ist natürlich die Frage, wie kann man Menschen auch an der Energiewende beteiligen, die wenig Geld haben. Das heißt, die sich nicht einfach so LEDs oder kosten- und energieeffiziente Geräte im Laden selber kaufen können. Und das Ziel ist, diese Menschen zu unterstützen. Zum einen durch Leuchtmittel, durch Wasserspartikel, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Und zum anderen spart das natürlich nicht nur CO2 ein, es spart Strom an sich ein und deswegen natürlich auch Geld im Portemonnaie, was die Menschen dann ganz anders nutzen können. Bevor Daniel Sondermann den zweiten Hausbesuch bei René Harthaus macht, setzt er sich gemeinsam mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Seidel an den Computer. Die vor Ort erfassten Verbräuche werden in eine Datenbank eingetragen und ausgewertet. Auf dieser Grundlage können individuelle Einsparpläne erarbeitet werden. Danach geht es ins Lager. Hier im Lager sind die LEDs, die wir haben, und Wasserspartikel und Steckdosenleisten und Ähnliches, die bei der Aufnahme durch die Stromsparhelfer für den Kunden bereitgestellt werden. Hier werden sie gepackt für jeden einzelnen Kunden und dann an den Stromsparhelfer übergeben. Und der schafft sie dann im Prinzip zu dem Kunden hin. Das kostenlose Soforthilfepaket wird individuell für jeden Haushalt zusammengestellt und hat einen Wert von durchschnittlich 70 Euro. Beim zweiten Hausbesuch bringt der Energiesparhelfer die gratis Energiespargeräte zum kostenlosen Einbau mit. Ich habe vom Stadtwerken einen Flyer bekommen über Caritas Stromsparcheck. Muss dazu sagen, ich war halt da nicht so begeistert von Caritas. Caritas habe ich immer mit Armut und Kirche verbunden, deswegen war ich da sehr skeptisch. Habe ihn erstmal beiseite gelegt. Nach meiner nächsten Rechnung von Energie habe ich dann diesen Flyer wieder genommen, habe dort angerufen, habe sofort einen Termin bekommen, wo die Leute dann hier waren. Kann jetzt nur sagen, die Skepsis war verkehrt, brauchte man nicht haben. Es wurde auch genau alles so ab, es lief alles so ab, wie es auf dem Flyer stand. Und meine Ersparnis sind jetzt 300 bis 350 Euro im Jahr, wo ich sagen kann, das Geld, das kann ich jetzt für mich und meine Kinder mit benutzen.
Gemeinsam mit dem Wohnungsinhaber wertet der Stromsparhelfer die Verbrauchsdaten aus und legt einen persönlichen Energiesparplan vor. Bei der Energieberatung geht es nicht um Wunschdenken, sondern um realistische Ziele. Durchschnittlich werden nach einem Stromsparcheck jährlich 130 Euro an Energie- und Wasserkosten gespart. Eine alte Glühlampe ist schnell durch eine LED-Leuchte ersetzt. Bei einem dritten Hausbesuch der Stromsparhelfer nach einem Jahr wird geschaut, ob die errechneten Einsparungen auch tatsächlich erreicht werden. René Hartaus hat seinen alten Kühlschrank entsorgen lassen und nach dem Neukauf den Kühlgerätegutschein im Wert von 150 Euro eingelöst. Bei ihm haben Stromfresser keine Chance mehr. Zehntausende Menschen nutzen jeden Tag die Busse des Jena Nahverkehrs. Dementsprechend groß ist die Verantwortung, die die Fahrerinnen und Fahrer tragen. Deshalb wird das Fahrpersonal in regelmäßigen Abständen geschult und weitergebildet. Zusätzlich zu den internen Schulungen absolvieren die Fahrerinnen und Fahrer auch Intensivtrainings für Kraftomnibusse. Dabei sollen sie für mögliche Gefahrensituationen im Alltag sensibilisiert werden. Beim Kreisfahren auf nasser Fahrbahn mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gewinnen die Fahrer einen Eindruck davon, welche Kräfte auf den Bus besonders in Kurven einwirken können. Das ist nur eine der verschiedenen Fahrübungen beim Fahrsicherheitstraining im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Nora. Dazu gehört aber noch mehr. Einfache Sachen, die im Alltag scheinbar harmlos wirken, werden vor Beginn des eigentlichen Fahrtrainings besprochen. Die Fahrersitzeinstellung, Lenkradhaltung, die Lenkführung, wie viel lenkt man? Viel, wenig. Und natürlich die Fahrerblickführung. Und auf diesen Anfangsgeschichten baut natürlich das ganze Training dort auf. Das heißt also, man steigert sich dann weiter, dass man dann sagt, wir machen eine Gefahrenbremsung auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen, griffig, glatt oder auch halbglatt, so wie es dann der Busfahrer draußen dann im Gelegenheitsverkehr dort auch erleben könnte oder würde. Beim Training werden verschiedene Situationen simuliert. So absolvieren die Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise eine Gefahrenbremsung bergab, sowohl mit einem Standard- als auch mit einem Gelenkbus. Das Fahrsicherheitstraining soll ihnen zeigen, wie sie auch in extremen Situationen die Kontrolle über das Fahrzeug behalten. Es diene aber auch dazu, Grenzen auszutesten. Zum einen ist damit die Grenze des Fahrzeugs und zum anderen die des Fahrers gemeint. Und die beginnt, so Günther Groß, oft noch vor der des Fahrzeugs. Umso wichtiger ist es, dass die Busfahrer auf dem Trainingsgelände ihr persönliches Limit kennenlernen. Unter sicheren Umständen oder sicheren Gegebenheiten kann man wirklich da mal gucken, wie weit kann ich gehen mit dem Fahrzeug oder mit den Fahrzeugen und wie weit fühle ich mich auch noch sicher damit. Ist im Straßenverkehr halt wirklich sehr, sehr schwierig, das so zu praktizieren, sage ich mal. Ich habe 2002, wo ich meinen Pkw-Führerschein gemacht habe, schon mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht mit dem Pkw. Aber mit dem Bus zum Beispiel ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Die Fahrübungen steigern sich und werden immer anspruchsvoller. Mithilfe von Wasserfontänen wurde ein Hindernis simuliert, dem die Fahrer durch schnelles, aber kontrolliertes Lenken ausweichen mussten. Alle Teilnehmer waren sich am Ende des Trainings einig, dass es eine wichtige und hilfreiche Erfahrung war. Und die Fahrgäste des Jenaer Nahverkehrs profitieren in gewisser Weise auch davon. Denn ihre Sicherheit hat stets oberste Priorität. Was wäre der Mensch ohne Licht? Wer einen Schalter betätigt, der denkt in der Regel nicht darüber nach, woher der Strom kommt. Die Energieversorgung in Jena aber hat eine lange Geschichte. Die Ausstellung Licht an im Stadtmuseum beleuchtet die einzelnen Etappen. Die Ausstellungsmacher wurden dabei unterstützt von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. Die zuverlässige Versorgung mit Strom und Gas ist mittlerweile selbstverständlich geworden. Dennoch laufen dafür unzählige Prozesse im Hintergrund ab. Mit anschaulichen Exponaten aus vergangener und heutiger Zeit werden diese Dinge in der neuen Ausstellung im Stadtmuseum sichtbar. Nach mehrmonatiger Vorbereitungs- und dreiwöchiger Aufbauzeit hieß es am Donnerstag Licht an. Noch bis zum 2. September nimmt die Schau die Selbstverständlichkeiten des Alltags unter die Lupe. Ja, ohne Elektronik geht heute gar nichts mehr. Und wir hatten ja beim Stadtwerken, war ich noch dabei, das erste Haus mitgebaut, wo also über der Elektronik die gesamten Anlagen gesteuert werden. Ja, das heißt also Lüftung, Heizung, selbst wenn ein Fenster aufgemacht wurde, da reagiert nachher die Sensoren auf der Heizung, Kaltluft kommt rein, Warmluft und so weiter und so fort. Und geht also alles computergesteuert.
Computergesteuert lief vor 156 Jahren noch nichts. Dennoch war die Eröffnung des ersten Gaswerks 1862 ein großer Entwicklungsschritt für Jena. Die Stadt an der Saale benötigte eine stabile Energieversorgung. Denn die Einwohnerzahl von knapp 6.000 im Jahr 1840 stieg innerhalb von 76 Jahren auf 46.000. Ausschlaggebend hierfür waren die Unternehmen Zeiss und Schott und deren wachsende Mitarbeiterzahl. Einige Ausstellungsstücke zeigen jedoch auch, dass diese Neuerungen in der Stadt nicht immer auf Begeisterung stießen. Stadtgas war ja auch mal verpönt als in der Anwendung. Als Licht Gottes war es theologisch nicht gut angesehen. Kann man hier sehr gut lesen. Ja, wie gesagt, es ist äußerst interessant, die Geschichte der Gasversorgung als solches hier mal nachverfolgen zu können, insbesondere auch bildungsreich für Schulklassen etc. Anschaulich werden die Gewinnung, Verteilung und Nutzung von Strom und Gas präsentiert. So sind Installationstechnik aus vergangenen Jahren, Lehrbücher und Messgeräte aus verschiedenen Zeiten zu sehen. Doch die Schau beleuchtet nicht nur die Vergangenheit, sie gibt auch Ausblicke in die Zukunft und sensibilisiert die Besucher für eine nachhaltige Energiegewinnung und Versorgung. Die Ausstellung zeigt also erstmal ganz deutlich die Entwicklung der Technik. Sie zeigt, wie schwierig die Arbeitsbedingungen gewesen sind in den einzelnen Zeitabschnitten und wie sich das heute verändert hat. Also heute ist ein verhältnismäßig geringer Einsatz an körperlicher Arbeit noch da. Und spielt sich also alles jetzt auf dem Weg der Elektronik und der Computertechnik ab. Naja, es sind ja sozusagen beides unsichtbare Dinge, sage ich mal. Es sind so wie dienstbare Geister. Und wie schon gesagt, es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass es geht. Wir hatten gerade auch mal im Gespräch, dass es ausfällt. Den Fall haben wir ganz, ganz selten. Also es ist immer eine kontinuierliche Versorgung, dass man einfach mal ein Bewusstsein dafür hat. Einerseits, dass es Energie ist, die da verbraucht wird, die irgendwo herkommt, irgendwoher erzeugt wird. Und natürlich auch Ressourcen nutzt, die vielleicht irgendwann mal zu Ende sind. Deswegen auch der Ausblick hierzu. Und zum anderen fanden wir es eigentlich spannend, dieses Spektrum. Es könnte jemand Altes interessieren, der manche Dinge sagt, ach, das kenne ich ja noch, wie das damals war, überleg doch mal. Beziehungsweise auch natürlich die Kinder ansprechen. Es gibt ja auch spezielle Kinder- und museumspädagogische Projekte, wo man einfach mal sagt, man hat doch im Kindheitsalter schon Bewusstsein für diese Themen und vor allem für die Energie, die uns ja in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Aber ich denke, das lösen wir irgendwie mit Brambo. Die Energieversorgung Jenas wird sich weiterentwickeln, hin zu weniger Energieverbrauch, geringeren Treibhausgasemissionen und zum verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Bereits heute gibt es unter anderem bei den Stadtwerken kluge Ideen, wie diese Ziele auch zu erreichen sind. Davon können sich die Besucher der Ausstellung Licht an im Stadtmuseum noch bis zum 2. September überzeugen. Lobeda feierte im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Jena Wohnen nahm dies zum Anlass, um ein Buch über den Stadtteil herauszugeben. Auf knapp 100 Seiten ist die Geschichte Lobedas zusammengefasst. Mit mehr als 20.000 Einwohnern ist Neu-Lobeda der größte Jenaer Ortsteil. Südlich des Zentrums gelegen sind die Plattenbauten bis heute sein Markenzeichen. Sie wurden zwischen 1966 und 1986 gebaut. Aufgrund der hohen Einwohnerzahl ist der Stadtteil auch für Jena Wohnen besonders wichtig. Um das deutlich zu machen, entschied sich das Wohnungsunternehmen dazu, eine eigene Publikation zum großen Jubiläum zu veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel Im großen Maßstab, 50 Jahre Neu-Lobeda, umfasst die Geschichte des Stadtteils von der Planung am Reißbrett bis zur aktuellen Entwicklung. In den 1960er Jahren entstanden überall in der DDR Wohngebiete. In Jena spielte vor allem die Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Die Besonderheit in Jena war, dass Carl Zeiss damals und heute wieder vielleicht, aber damals schon eine sehr große Rolle spielte und sehr viele Arbeitskräfte anzog und für die mussten zahlreiche Wohnungen geschaffen werden. Und dazu ist man dann auf die Suche nach einer Fläche gegangen, was in Jena nach wie vor nicht so einfach ist. Und hat dieses Gelände im Südosten der Stadt gefunden. Dann begann der Bau und Neu-Lobeda wuchs. Mit der Publikation sollen vor allem auch die Leistung der Menschen gewürdigt werden, die Lobeda prägen, sagte jener Wohngeschäftsführer Tobias Wolfram bei der Vorstellung des neuen Buchs Anfang Februar. Die Publikation soll zudem eine Ergänzung zur neuen Stadtteilchronik sein, die bereits im vergangenen Jahr erschien. Einen guten Zweck hat das Lobeda-Buch auch. Gegen eine Spende für das im Bau befindliche Jena Hospiz ist die Publikation in den Servicecentern von Jena Wohnen und im Stadtteilbüro Lobeda erhältlich, sowie in der Bücherstube am Johannesplatz.
Was gibt es Schöneres, als nach einem anstrengenden Training oder einem intensiven Wettkampf schön in die Sauna zu gehen und so richtig zu entspannen? Das trifft natürlich auch auf die Spieler des FC KSS Jena zu. Dank eines Kooperationsvertrages zwischen der Bädergesellschaft und dem Verein können die Spieler die Saunalandschaften des Galaxy zur Entspannung und Regeneration nutzen. Wir haben die Gelegenheit genutzt und uns mit Julian Günther Schmidt, einem Spieler des FCC, unterhalten. Allerdings nicht in der Sauna. Ja, Julian, schön, dass du es geschafft hast, mal vorbeizukommen. Ja, danke. Vielleicht könntest du dich erst mal ganz kurz vorstellen, so ein bisschen für die Leute, die jetzt nicht so fußballaffin sind. Mein Name ist Julian Günther Schmidt, ich bin 23 Jahre alt und spiele beim FC Karlsruhe Jena Fußball. Bin ausgeliehen vom FC Augsburg und ja, habe jetzt die ganze Saison hier in Jena verbracht. Und viel mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu sagen. Wir sind ja jetzt hier im Galaxy, sitzen auf dem Fünfer. Es gibt ja einen Kooperationsvertrag zwischen Galaxy und FC. Wie weit könnt ihr das nutzen? Ja, wir haben Karten innerhalb der Mannschaft, die wir untereinander verteilen können. Und ja, nach Spielen oder sowas steht für uns die Saunalandschaft und glaube das ganze Poolbereich auch zur Verfügung, wo wir dann perfekt eigentlich regenerieren können. Du hast gesagt, du bist ja relativ spät relativ zum Ende der Wechselperiode gekommen. Hast aber trotzdem schon 21 Spiele gemacht. Du kommst ja von einem großen Verein von Augsburg. Vielleicht könntest du mal aus deiner Sicht beschreiben, wie nimmst du den FC Karlsruhe Jena so wahr? Wie sportlich, ja, in erster Linie auch sportlich? Ja, ich bin ja relativ spät gekommen, wie du schon gesagt hast. Da waren wir, glaube ich, Tabellenletzter mit dem verkorksten Derby gegen Erfurt. Da war natürlich erstmal richtige Scheißstimmung angesagt. Aber die Wochen danach haben wir uns alle zusammengeraucht. Ich wurde mega gut empfangen innerhalb der Mannschaft. Wir haben auch richtig starke Leistungen angebracht. Die englische Woche mit Meppen, Würzburg und Münster, was dann auch gleich im ersten Heimsieg endete, war für uns eigentlich richtig stark. Und ja, so haben wir es dann langsam hinbekommen durch Leistung und durch konstante Leistung über die Hinrunde hinweg, uns eigentlich zum Klassenhalt sozusagen zu spielen. Da ist man noch nicht eingetütet, aber wenn man jetzt die Tabelle sieht, mit den drei Nachholspielen, die wir jetzt haben, stehen wir eigentlich richtig gut da. Du hast gerade gesagt, ist schon relativ Abstand zu den Abstiegsrängen. Trotzdem ist alles ziemlich eng in der dritten Liga. Was glaubst du, wie viele Siege braucht ihr noch, um den Klassenhalt wirklich sicher zu machen? Ja, ich würde sagen, dass wir mit 40 Punkten eigentlich den Klassenhalt haben. Ja. Dafür brauchen wir jetzt noch 2 Siege und vielleicht irgendwo noch Unentschieden. So, aber mit 3 Nachholspielen denke ich, dass wir da eigentlich alles selbst in der Hand haben und die besten Chancen an dich haben. Und wenn wir uns normal anstellen und unsere Leistung wirklich bringen, so wie wir es letzte Woche auch gemacht haben, dann sollte da eigentlich nichts dazwischen stehen. Wie bewertest du die sportliche Situation persönlich für dich? Du bist Stürmer, du hast 3-mal getroffen, 1 Vorlage, ist jetzt keine so überragende Quote für einen Stürmer, aber ist ja im Zweifelsfall auch nicht alles, was zählt. Nee, also klar, hätte ich gern öfters getroffen. Stürme wird an Toren gemessen, das weiß ich auch. Aber wenn man mal sieht, glaube ich, wie meine Leistungen waren, seitdem ich da bin, dann gehe ich schon stark davon aus, dass das auf jeden Fall passt, weil ich arbeite viel für die Mannschaft. Vielleicht fehlen mir dafür 1-2 Meter vorm Tor, um den entscheidenden Ball dann vielleicht noch zu erwischen oder richtig zu stehen. Aber man muss auch sagen, dass ich, glaube ich, ziemlich gute Leistungen gebracht habe und die Mannschaft da auch profitiert hat. Der verspricht ja allein die Zahl der Spiele, die du gespielt hast. Ich denke, hätte ich schlechter gespielt, hätte ich auch nicht so oft gespielt. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht noch, wie sieht es bei dir aus, deine Planung über die Saison hinaus? Bist du da schon so weit oder sagst du erstmal warten und dann schauen, wie es Also, aussieht? Ich habe noch 2 Jahre Vertrag in Augsburg, das ist Stand jetzt. Und es sind jetzt immer noch 10 Spiele für uns. Das ist ziemlich viel. Und ja, darüber machen wir jetzt eigentlich noch nicht so viele Gedanken. Naja, dann drücke ich mal die Daumen auf jeden Fall. Ich denke, dass ihr es schafft. Dass wir hoffentlich auch mal wieder spielen. Ja, dass ihr hoffentlich irgendwann mal wieder spielt. Na, jetzt sitzen wir auf dem Fünfer, nicht ohne Grund. Das heißt, jetzt springen wir hier runter, oder? Können wir machen. Alles klar. Schön. Liebe Zuschauer, wir sind schon am Ende unseres Magazins Zukunftsnah angekommen. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig informieren und unterhalten.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Sie auch zu unserer nächsten Ausgabe begrüßen dürften. Die kommt dann im Juni. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.